Matt Damon, seine Sex-Skandal-Kommentare sorgen für Debatte. Damit hat er eine wahre Wutlawine losgetreten. Vergangene Woche hatte sich Matt Damon, 47, einen echten Fehltritt geleistet. In einem Interview hatte der Schauspieler sich kritisch gegenüber der Raute MeToo-Bewegung geäußert und damit seine Fans maßlos enttäuscht, immer mehr Nutzer beschimpfen im Internet. Ist das Ende seiner Beliebtheit? Zahlreiche User ärgern sich derzeit auf Twitter über den Good Will Hunting-Darsteller, ich fand ihn immer toll. Das ist jetzt vorbei, ich hätte nichts dagegen, ihn jetzt ins All zu schicken. Und niemand hat in den vergangenen Wochen härter gearbeitet, um sich selber so ins Aus zu manövrieren. Niemanden interessiert es mehr, was er sagt, sind nur einige der ständig mehr werdenden Kritiker. Grund für die Debatte, hatte geäußert, es gebe einen Unterschied in verschiedenen Formen der sexuellen Belästigung und das war gar nicht gut angekommen. Auch aus Promi-Reihen war bereits extrem gehatet worden und zwar von seiner eigenen Ex-Freundin, Schauspielerin Minnie Driver, 47, oh Gott, ernsthaft? Wenn wir Angst vor Missbrauch durch die mächtigen Männer der Branche haben, dann sprechen wir es aus, hatte die 47-Jährige gezwitschert.